Boah, ich bin Das jedes Mal so ist. entsetzt, wenn ich mich sehe, mein Charakter. Hab nicht gedacht, dass es jemanden gibt, der so schön sein kann online. Michi, hast du eine Einladung gekriegt? Den muss ich ja. Ne? Achso, Das okay. ist so Aber komisch. ich glaube, es geht nicht mehr, weil ich kann jetzt, ihr seid beide herinnen, ich kann nicht mehr einladen. Ja, ich will gar Voll. nicht. Also, normalerweise steht unten dem Malade nur wen ein, aber Ja, es geht genau, gar voll, nicht. aber es geht jetzt nicht mehr. Na, dann müssen wir das größere Schiff nehmen. Sorry. Buh. Aber das ist voll blöd, das heißt, wir Buh. können auch gar nicht mit mehr als 4 Leuten spielen. Aber steht beim Großen nicht 4 bis 5? Na, da steht nur 4. Echt? Ja, und ich habe auch nur 3 weitere Slots. Wenigstens hat sich die Frage mal geklärt, Ah, schätze ich. ja. Wow, okay. Weil das ist ja doof. Ich bin jetzt mal so hyped, wenn ich sehe, dass ich eingeladen wurde. Ah! Ah ja, genau, jetzt Freund einladen. Ich verstehe nicht, warum der Michi meine Einladungen nie kriegt. Das ist echt komisch. Das Team ist Okay. wieder vollzählig. Es ist so schön, wieder Sind anzusehen. wir bereit? Ja. Ei, So. Captain. Ich habe mich seit heute 1:30 Uhr darauf gefreut, wieder das das nächste Mal zu spielen. Weil ich da, also weil ich da geschrieben habe, oder was war um 1:30 Uhr? Da haben wir aufgehört zu spielen. Achso, du meinst um 1:30 Uhr in der Früh, okay. Same. Sind wir bereit? Ja, es läuft schon. Cool. Aber sind wir auch bereit? Geistig? Ich weiß Körperlich? nicht. Oh ja, ich trinke gerade das erste Mal von meinem Monster. Bin ready. Oh, die gönnt sich schon. Prost! Auf uns und unsere Abenteuer heute. Arr! Yes, ich trinke von meinem Tee. Der Ich trinke ist noch von zu meinem hart, das geht Kaffee. noch nicht. Ich habe gestern diese Kiste mit Antiquitäten-Kaffee verkauft. Gekauft. Trinke ich gleich davon. Uiuiui, da scheinbar ganz schön lang bei dem Spiel. Bin nur so dankbar, dass du das machst, weil ich glaube, mein Internet wird sterben, wenn ich das übernehme. Oh, ich habe übrigens rausgefunden, bei diesen Ancient-Dingern da, wo wir gestern das gemacht haben mit diesen Meerjungfrauen, da kriegt man anscheinend auch eben diese Ancient Coins, die ja eigentlich ja Real-Life-Währung sind. Also, dass Oh. man mit Geld kaufen kann. Und mit denen kann man sich dann Pets kaufen und sowas. Also, falls wir Nice. sowas nur mal machen wollen. Ja, falls wir das wieder finden. Hey, ich bin wirklich nur da, wo wir aufgehört haben. Wirklich? Was? Ich bin Sauf immer ich wieder gleich drinnen. wieder. Ach, aha, Na. ach so, Ja. oder? Wirklich? Na, das ist Na, woanders. das ist nur Bar. Ich hab mir gedacht, Na, es sauf ich ist. gleich weiter. Kannst du theoretisch her, ja, aber es ist der normale Ausgangspunkt Okay. wieder. Aber ist es unsere normale Insel? Das ist schon wieder eine andere, Ja, oder? ich glaube schon, oder? Ich glaube, das ist. Na, da Na, unten die ist schaut schon irgendwie sehr anders anders aus. aus. Das schaut irgendwie aus wie, keine Ahnung, der nächstgelegene Außenposten. Weil so etwas Ja. wie diese. Da gibt es so eine Brücke, eine extrige. Die habe ich bisher noch nie gesehen. Na, ich hab das auch noch nicht gesehen. Oh, die ist ja voll Jetzt fest, die noch Insel. mal. Die schaut Die voll schaut hübsch aus, wirklich ja. cool aus. Und unser Boot. Boah. Wir haben Ich will schönes nur ganz kurz Boot. fragen, ist es heute wieder familienfreundlicher Spielegang? Okay. Ich So, frage nur so. zur Sicherheit. Ich will euch nicht Du misstrauen, es darfst tut wieder mir leid. Delfingeräusche Martin. machen. Nana! Wow! Ich muss mir dann nur langsam immer dazu schreiben, wann die Delfingeräusche zu machen sind, weil durch die gestrigen 5,5 Stunden Footage zu gehen. Ui, du tust aber echt gescheit was an. Aber es macht so viel Spaß! Da habe ich endlich wieder mal richtig Spaßsäcken. Mit dieser Ich bin Prachtcrew. Mal, unser Schiff schaut wirklich ja voll gespannt. langweilig aus. Findest? Ich liebe Ja. unser Schiff. Ui.
Naja, aber ich habe ja eigentlich für die Product Optimizations, die muss ich erst. Ah. Also ich stehe schon mal bei uns am Schiff. Arr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 
Bei Ork bin ich immer gern dabei. Aber dass ich mal kurz wieder in die Steuerung reinkomme, vielleicht auch Insel. Mhm. Dann nehmen wir. Welche? Die erste? Ja. Schauen wir mal, was ist denn da so? Mhm. Ich glaube, diese mondförmige, da weiß ich sogar, wo die ist. Das wäre lustig, wenn sie irgendwas. Obwohl, sie schaut aus wie eine Banane, oder? Ah, da schon. Ah ja. Oh, du kennst sie schon früher aus, da. Crescent Isle. Da gibt es sogar drei Schätze. Da müsste man. Oder kann man mal wieder bei so einem Port da vorbei? Den kann, das können wir uns auch anschauen. So eine Hafenstadt. Nein, nein. Passt. Und dann könnte man einfach da herfahren und dann gleich zu dem Port. Und von da aus dann die nächste Quest starten oder. Wo sind wir jetzt? Warte, okay, da haben wir einen vor uns. Warte, warte. Mach's nochmal, mach's nochmal. Okay. Dann müssen wir jetzt. Caro hat mich getroffen. Ich wurde erschossen von der eigenen Crew. Oh. Na gut. Hab gedacht, du bist meine Ex-Frau. Okay. Ich würde sagen, auf geht's, oder? Es ist gut gesagt, ja. Boah, das ist weit weg. Finde ich gut, dann kommen wir wieder voll rein ins Fahren. Jetzt sind unsere Segel schwarz. Ah ja. Nana, ich muss unnervig sein. Ah, aber ich persönlich höre dich kaum. Ich habe dich auf Discord schon auf 200% gestellt. Mhm. Also falls ich dich überhöre, sorry. Mhm. Aber wir segeln genau in den Wind. Okay, ich probiere mal so ein bisschen. Wir müssen ein bisschen mehr nach Westen dann. Ja. Ich habe jetzt gerade mal mein Mikro nur eingestellt. Hörst du mir jetzt besser, Kiwi? Jetzt höre ich dich super. Nice. Jetzt kann ich den Befehlen des Captains folgen. Das will ich hoffen. So. Ach, die Nacht ist so schön. Bleib einmal in der Richtung, weil vor uns ist nämlich dann wieder Insel. Was macht's? Wir müssen aber, also wenn wir geradeaus direkt weiterfahren, fahren wir direkt in die Insel. Also wir müssen entweder hart Backbord oder Steuerbord jetzt. Echt? So schaut nämlich aus, als würde das hier ausgehen. Ich glaube, wir sind halt ein bisschen. Nevermind! Da ist ein kleiner Char daneben. Ui. Ich glaube, wir sind ein bisschen zum übergewichtig dafür. Schaut gut aus. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr super. Komm mal leicht dran vorbei. Oh, das Meer schaut sogar in der Nacht schön aus. Ich bin so froh, dass der Mond so hell leuchtet, weil sonst wäre es stockfinster. Kennst du diese Videos von. Du weißt, so Seefahrern, die mitten in der Nacht draußen am Meer filmen und es ist einfach so dunkel, dass du nichts siehst draußen. Oh Gott. Ich war mal mitten in der Nacht auf dem Meer. Und hast du auch nichts gesehen, oder? Ja. Aber das Blöde war leider, dass wir schon Flutlicht auf dem Schiff gehabt haben, damit halt andere Schiffe uns sehen. Mm. Und deshalb haben wir auch wenig von den Sternen gesehen, weil wir waren extra mitten in der Nacht aufgestanden. Damit wir uns die Sterne anschauen können, aber man hat halt nichts gesehen in dem Flutlicht. Geradeaus ist ein riesengroßer, fürchterlich aussehender Sturm. Ich würde den jetzt einmal umschiffen, ist das okay für euch? Ja. Du, ich bin dafür.
Weil das war nämlich genau die Richtung, glaube ich, in der man zu der Insel ist. Ist das ein Geburtstagslied? Gehen wir zum Captain mit der Musik. Unterhalten wir sie beim Fahren. Ja. Der Captain muss jetzt aufpassen, dass wir nicht in den Felsen krachen. Wo ist der Felsen? Ich werde das Segel ganz klein wenig anheben. Vielleicht damit es da ein bisschen mehr Sicht hast. Siehst du da ein bisschen besser? Da drüben wird schon wieder geschossen. Oh je. Wir sollten diese nach Backbord abdrehen. Oder einfach jetzt, ja genau, jetzt wo wir sind, ist eigentlich gut. Ein bisschen Backbord vielleicht, aber ansonsten. Wo schießen die denn hin? Überall. Nein, hart Backbord, wir fahren jetzt in... Oder hart... Ja, oder hart Steuerbord, weil wir fahren jetzt direkt in eine Insel. Schnell, Anker werfen! Ah, das ist jetzt hier nicht mehr. Schneller! Boah! Oh. Gute Reaktion, Caro. Ja, das war eine Notreaktion. Ich war so, oh nein. Und sofort schießen sie noch auf uns, oder? Ich glaube. Also Schaden haben wir, soweit ich sehe, nicht hier unten. Ja. Trotz der. Ah, doch, warte. Können wir uns das vorher mal anschauen? Ja, du. Ja, da kommen sie. Wer kommt du? Die schießen die alle nieder. Das hast du so gut eingepackt, wir können einfach hier rüber springen, schau. Mögt sie Licht oder? Okay. Manche haben Angst vor Licht. Die Skelette also, gleich. Ah, ja. Sind wir einfach mal random hier gelandet, nehmen die Insel ein. Luke benutzen. Ich bin die noch am guten Plan. Ach so. Wer greift mich dann? Ah. Das ist ja voll hübsch da. Wappler. Ja, kann man da irgendwas nehmen? Ich würde gerne irgendwas nehmen. Das wäre voll cool, wenn man das als unsere Basis belegen konnten. Boah, die Musik ist ja uncool. Aber warum? Da ist spanische Musik. Ist ja gar niemand mehr. Die spanische Musik. Ich glaube, wenn wir ganz oben. Im Keller ist, glaube ich, irgendwas Wichtiges, weil da ist was abgesperrt. Un pestatore. Ah, was haben wir da? Goldbeutel. Cash, cash, cash. Gang, gang. Da, die Tür ist abgesperrt. So, vielleicht brauchen wir da. Ui. Aber das klingt, also die Glocke klingt so, als gäbe es da mehrere Wellen an. Ja, vielleicht wieder so ein Wellenkampf wie gestern. Ja, voll, das kann gut sein. Ich werde es jeden Tag wieder erneut sagen. Die Musik ist so gut hier. Jetzt kommt die nächste Welle, oder? Ein. Muss gleich essen. Ein Schatz habe ich gefunden, den nehme ich mir gleich mit. Gibt's da was zum Essen? Ich hab gar nichts. Ja. Nein, das sind Piraten. Lasst mich in Ruhe. Mein Schatz aufs Schiff bringen. Aufs Schiff. Ah, lasst mich in Ruhe zum Schiff. Da ist schon wieder. Du kannst da durchs Wasser, ich hab das geöffnet. Aber da muss ich ja durchs Wasser. Ja, irgendwie müssen wir doch die Tiere reinnehmen. Aber die ist halt zugesperrt. Aber da ist ein Schatz hier drinnen. Okay, vielleicht müssen wir mal nach unten und schauen, ob unten noch irgendwo was ist. Ja. Ich geh mal ganz in den Keller, glaube ich. Ui! Oh, oh nein! Ui! Was ist jetzt los? Irgendwer hat Kanonen und sie Bombenfass getroffen. Oh. Ich bin froh, dass sie nicht auf unser Boot gerade gehen. Ich hoffe. Dafür sind sie, glaube ich, nicht gescheit genug. Okay. Weißt du, das sagst du jetzt, aber schaust dann blöd, falls sie auf unserem Boot stehen. Ich auch.
Die haben urviele Goldbeutel überall herumliegen. Schön alles anschauen und mitnehmen. Hier ist auch ein satanistisches Ritual unten. Cool. Das habe ich mir vorhin auch schon angeschaut und war so, uff. Uff. Oh. Kein Wunder, dass die alle Geister sind. Aber einrichtungsmäßig ist sie echt nicht schlecht. Könnt ihr mir vorstellen. Ich finde, das wäre eine nette Basis. Aha, da ist eine Luke. Ah! Hallo! Hi. Hallo! Wir kämpfen da unten auch gegen ein paar. Oh, da hat sich Chicken Nuggets. Oh, die Chicken Nuggets sind schon schimmelig hier unten. Oh. Okay. Oh, was tut der da? Ja. Da merkst du, wo ich war. Ja. Ah. Überall, wo das Geld nicht mehr vorhanden ist. Ach so, da war Geld drin. Ja. Ach, gleich. Hey, da leuchtet was. Eine Schatztruhe. Yay. Und Pouch. Ich nehme die Schatztruhe auf unser Bötchen. Oh. Oh. Ist was drin? Nein. Alter. Ah. Lasst mir in Ruhe, ich hab nichts mehr. Ich hab zwei genommen, was ich hab. Ja, brauch Essen. Warte, ich hab was. Ha, war da schon wer unten? Achso, da kommt man einfach von der Treppe. Psst. Ich schätze mal, den Schlüssel wird einfach dann der Anführer in der letzten Welle wieder haben, oder? Wer hat mich da gepst? Nicht dich, aber... Achso. Was in den Fässern, die da an den... Die Fässer, die da an den Kränen hängen, da ist urviel gekochtes Essen drin. Sollten wir dann looten und aufs Schiff bringen. Meine Güte, da regnet es ins Schiff rein, das ist ja gar nicht mehr auf. Da unten ein Kübelchefin. Wir waren Totenkopfkunden. Ah! Hey! Wurmkunden. Ich habe das Gefühl, dass der gestiefelte Kater auftaucht, wenn die Musik dann weiter spielt. Haben wir alles von der Insel oder brauchen wir noch was? Also gibt's ich noch weiß nicht, man nicht. Es gab halt oben halt so einen Raum, wo voll viele Schätze drinnen liegen. Ich glaube, dass wir da einfach bis zur letzten Welle kämpfen müssen, damit wir den kriegen. Das ist mal wert. Für Kohle bin ich immer zu haben. Mhm. Es hat gerade wieder geläutet, aber ich sehe niemanden. Ah, da ist der Captain der Fortress. Kommt alle ganz nach oben. Ah ja. Uah. Ich bin froh, dass man diese Entitäten trotzdem mit richtigen Pistolen erwischen kann. Der Captain ist tot. Na super, aber jetzt mit da. Das war aber ein schlechter Captain. Aber es ist immer nur locked. Naja, vielleicht ist nur irgendwo irgendwo. Ah, da, nein, nein, er ist nur da, er ist nur da. Ah, was war? Ah. Ist wahrscheinlich nur versteckt für ein paar Sekunden. Ah, jetzt das klingt richtig. Jetzt aber. Ja. Fortress Treasury Key. Let's go! Die Cha-Cha-Musik, die war noch nicht fertig. Sind das alles Phantom-Schätze? Ja, ich kann irgendwie den Schatz. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Hallo?
Ich sag da immer gesperrt. Musst vielleicht im Schlüssel. Warte mal. Den Schlüssel im Inventar willst du nicht haben, wahrscheinlich, oder? Na, wann schreibt Orvi und dann geh ich da her und dann oder ich kann dann vielleicht einmal wer andere nehmen. Die legen mal da am Boden. Vielleicht ist das nicht für die Tür? Bei mir sagt es einfach nur gesperrt. Gesperrt, aber gesperrt. Ja. Ist im Keller nur eine Tür? Wer hat dich den Schlüssel aufgenommen? Warte mal. So. Schatzkammerschlüssel der Festung. Da. Ja, und das wird doch die Schatzkammer sein, oder nicht? Ich schätze schon. Warum werde ich so zugesperrt? Darf ich mal den Schlüssel probieren? Ah, danke. Hoffentlich ist nicht das Spiel jetzt verpackt. Das wäre zart. Ich hau mal dagegen. Also, weil im Keller unten hätte ich jetzt auch keine Schatzkammer mehr gefunden. Und da liegen halt so viele Schatztruhen drinnen. Also das kommt's mal da direkt unter die Schatzkammer. Weil hier ist eine Luke und da ist ein Teppich, wo irgendwas mit dem Stoß und zwei Säbeln ist. Ah ja. Wo ist eine Luke? Ah, ah. Ah. Oh. Aber wie wir das aufkriegen? Das klingt nach einem Rätsel für die schlauste Truppe am offenen Meer. Ich weiß, da ist keine Meldung irgendwie, oder? Wer hat denn den Schlüssel jetzt gerade? Ah, ich hab's aufgemacht. Ah! Hä? Huh? Was? Hä? Kann man die Luke oder was? Ja. So, es ist offen. Hä? Oh, wie hast du das gemacht? Wenn man aufgehupft ist, dann als Auswärtiges Use Head, also Luke verwenden. Und wie kommt man da jetzt auch nicht? Na, das ist die nächste deppere Frage, gell? Warte mal. Man kann ja mit nichts hinterher. Kann vielleicht irgendwer von uns sie so hinsetzen und dann kann der andere draufklettern? Na, warte mal. Du wirst sie sitzen. Also, ich hätte mich gerade hingesetzt. Probier mal, ob du aufhüpfen kannst über uns. Na, springt man wohl rein. Warte mal, ich habe das Gefühl, ich habe vorhin irgendwo eine Box gesehen, die man tragen hat, keiner vielleicht. Ah, stimmt, habe ich auch nicht gesehen, ja. Nur wo ist die Frage? Also, eine Schatztruhe habe ich auf das Schiff gebracht, aber ich weiß nicht, ob es so eine war. Oh! Da ist auch was herinnen. Schatz herinnen. Den bringe ich mal ganz. So viel Stuff. Da schauen wir da rein. Da ist auch sicher was drinnen. Ich habe jetzt auch gerade nämlich nur einen Schatz so gefunden. Okay. Wir hatten den Schlüssel gerade. Also es hat sich ja nicht aufschießen lassen. Es schaut so aus, als würde man da oben auch eine Leiter haben oder sowas, die runterkommt. Ich glaube, das ist nur die Tür, die... Ah. Das ist gar keine Leiter. Wow, was war das jetzt? Granate. Ah, okay, ich war gerade so, oh, hey, was? Radikal schon wieder der Bur. Ja. Wow. Wer hat von dem Schlüssel? Ich noch immer. Ich drück die ganze Zeit haben? Alle möglichen. Ja, ich lege ihn jetzt einfach vor die Tür. Ist der oben? Ich habe ihn jetzt einfach vor die Tür gelegt. Mhm.
Hm? Das war eh, sorry. Nein. Ich hab schon Angst gehabt, dass jetzt noch eine Welle kommt. Hey, wartet! Lagerraumschlüssel der Festung gefunden. Hä? Oh, was? Da war in einem Kleiderschrank. Ist das der Schlüssel? Das ist der Schlüssel für hier. Und vielleicht ist das dann für eine Kiste?